habe ich einen Fehler gemacht. Wie lange seid ihr? Und dann dieser Fehler. Dieser Fehler hat mich nicht getötet. Und das war's, können Sie die Kamera zu machen. Alles klar, Nico. Ich bin Branko Nikolai. Ich bin fast 34 Jahre alt und ich bin obdachlos 4 Jahre und die helfen mich nicht. Weil erst einmal, wenn ich hab die Adresspost gemacht zum Dirk, der fragt mich, ob ich suche die Wohnung, aber wie sehen Sie, ich schlief immer auf die Straße. Ich bin immer obdachlos seit 4 Jahren. Ja. Hab ich in einer 2019 Arbeit gekriegt, habe ich meine einzige Wohnung in der Dortmund-Martinshut. Dann habe ich die Wohnung verloren und seit 2 Jahren ich bin obdachlos. Als was hast du denn gearbeitet, Nico? Was ich habe gearbeitet, ich habe Gift vom Ratten. Gift vom Ratten. Mhm. Das war eine Firma in der Martinshut. Ja? Und so eine Herstellungsfirma? Nein, das war eine deutsche Firma. Also die Leute waren nett mit mir, aber was ist passiert dann? Wurdest du gekündigt? Oder ist irgendwas vorgefallen? Bei mir passiert in einem Samstag, ich war mit einem Kollegen zum bisschen Party machen und dann ich habe 4-5 Leute türkisch und die beleidigen mich und er sagt zu mir, ich f*** deine Mutter, deine Schwester und sowas und meine Kollegen arbeiten, sagt zu mir, Nico, bleib ruhig. Ich war ruhig. Und dann, ich wollte weg. Und die hat mich nochmal gesagt, ich f*** deine Mutter oder sowas. Und dann ich war zurück, ich habe ihn geschlagen, bestimmt, ich habe die ganze Zähne weggemacht, weil ich habe ihn so klatschen. Und ich war im Büro, wo ich habe die Acker arbeiten. Ich wollte meine also ich habe gesagt, ich gebe zum Arzt. Der Arzt, der gibt mir krankgeschrieben und der gibt mir 1-2 Wochen, weil meine Hand war so. Ja.
Weil ich habe ihn richtig kaputt gemacht, weil er hat meine Familienbeleidigung. Und ja, 2-3 Wochen immer. Wurdest du rausgeworfen dann? Ja. Also du hast deinen Job dann verloren und dadurch ich dann hab, auch deine ich, Wohnung. Ich hab meine Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Du darfst hier in Deutschland, du darfst nach 3 Tagen, du musst das, wie heißt das, zum Arzt? Wie heißt das? Dieser Krankenschein. Krankenschein. Und dann, du musst das zum Firma geben nach 3 Tagen. Und habe ich Fehler gemacht? Habe ich nach 4 Tagen. Ach so. Ja, und ab dritten Tag, am Nacht, ich gehe zu Hause, ich gucke in meine Briefkasten, 2 Post, zwei Briefe. Kündigung Wohnung und Kündigung arbeiten. Ja, ich sagte okay. Ja, und danach ich war am Schlafen, nächster Tag, ich gehe im Büro, habe ich gesagt, was soll das? Ja, bist du König? Ich sagte okay, für einen Tag. Und ich war so gut arbeiten in der Firma, wo ich habe gearbeitet. Ich habe ihm gesagt, kriege ich keine zweite Firma, zweite Chance. Ich sagte, warum? Geben Sie mich zweite Chance. Nee, können wir das nicht machen. Aber ich habe ihm gesagt, trotzdem, ich war gute Arbeit. Die sagt zu mir, nee. Okay. Und sie sagt zu mir, sie müssen die Wohnung verlassen, weil die Wohnung war. War von der Arbeit? Ja, von der Arbeit. Mhm. Richtig, richtig, ja. Das war von der Arbeit. Und ja, ich musste weg von der Wohnung. Dann habe ich zum Männer übernachtestelle. Der hat mich 2 Tage da lassen zum Schlafen. Und muss ich weg. Irgendwo, keine Ahnung, wo soll ich gehen. Ich war zum Sozialamt gegangen und ich habe auch nicht so Antwort gekriegt. Oft kann ich weiter zu Männern über Nacht stellen. Und in der Zeit, ich war auf der Straße. Mhm. Ja, konntest du dann nicht zu deiner Familie oder zu Freunden gehen? Glaubst du mir? Ich bin
Hast du denn überhaupt noch Kontakt irgendwie zu deiner Familie? Nee, habe ich keine Kontakte mit meinen Familien. Ich bin am Streich mit meinem großen Bruder, weil er will alles haben, was hat meine Mama gemacht. Mhm. Und ich habe zu meinem großen Bruder, ich habe ihm gesagt, pass mal auf, ich bin die Jüngste in dieser Familie. Ich bin die Jüngste. Pass mal auf, wenn Beispiel passiert etwas mit meiner Mutter, dann alle bleibt zu mir, nicht zu dir. Und wenn du willst Krieg gegen mir, dann ich gewinne. Aber weißt du was, mein großer Bruder, ich habe ihm gesagt, dann kannst du alle haben, weil ich will nicht in Rumänien wieder gehen. Ich habe ihm gesagt, besser tot hier in Deutschland. Weil ich bin, also alle meine Kumpel sagen zu mir, Nico, du bist halb Deutsch, weil du kannst sehr gut Deutsch reden. Sagt, okay, danke. Mhm. Also du bist komplett auf dich alleine gestellt. Du hast hier sonst niemand. Nico, kannst du vielleicht deinen Tag beschreiben? Wie sieht ein Tag bei dir aus? Was machst du genau, wenn du morgens aufstehst? Um wie viel Uhr stehst du zum Beispiel auf? Ich bin wach ungefähr 7 Uhr, weil kommt meine Kollege, die abholen mich zum Wischen nach Hause. Ne? Mhm. Wiederholt dich? Also Gasthaus. Ach so. Ja. Also der kommt da hin und holt dich dann ab? Ja, klar. Der kommt hier. Also der kommt genau hier hin, holt dich dann ab und dann geht ihr zusammen zum Gasthaus? Ja, ja. Jedes Morgen. Also ab und zu, bestimmt 1-2 Tage pro Woche, er kommt nicht, aber trotzdem, er kommt. Und haben wir unseren Spaß. Er sagt zu mir immer, hey du Schalke, steh auf. Ja. So wirst du dann geweckt? Bitte? So wirst du dann hier geweckt morgens? Ja. Also, ihr geht morgens gemeinsam dann frühstücken, ne? Ja. Und dann weiter? Wie geht's dann weiter? Wohin geht ihr dann? Wenn danach der Frühstück, ja, was ich mache, ich habe ein bisschen unterhalten mit meinen Kollegen, ja, nur ein bisschen. Und dann, ich gehe zum Café Bertha. Und dann, wenn Feierabend, wenn es Café Bertha, dann ich gehe auch wieder zum Zelt. Mhm. Ja. Das und gehst dann da Mittagessen dann, oder? Mittagessen, das gibt nur in Suppenküche. Suppenküche dreimal am Woche. Mhm. Und, oder Wischenhausen auch dreimal am Woche. Und wie sieht's mit Geld aus, Nico? Wie machst du Geld? Wie kommst du da an Geld ran? Flaschensammel. Gehst du denn? Ich schwöre zu dir, ich hab noch nie. Ich mache immer Flaschensammel. Gehst du denn auch betteln, Nico?
Gehst du denn auch betteln? Ich habe 19 Cent in der Tasche. Nee. Betteln tust du nicht? Das mag ich nicht. Nee. Das hat meine ganze Familie nicht gemacht. Mhm. Und ich mache auch nicht. Das mag ich nicht. Und wie viel Geld bekommst du so mit Flaschen sammeln? An wie viel Geld kommst du nicht so viel am Tag? Nicht so viel. Aber trotzdem, ich habe meine Schachtel Zigarette, mein Bierchen. Ich weiß, ich mache einen Fehler. Ich trinke Alkohol. Ich mache einen Fehler. Ich trinke Alkohol. Trinkst du denn viel Alkohol, Nico? Nee, so viel nicht. Nee. Wie viele Flaschen sind es am Tag? Fast 10. 10 Flaschen? Fast. Okay, das ist eine Menge, Nico. Ich weiß es, das ist ein Fehler. Was ich mache, weil ich wollte das nicht in der Kamera, im Privat kann ich sagen. Mhm. Aber was kann ich sagen? Alles gut, Nico, du musst es nicht sagen. Ich liebe eine Frau. Mhm. Und er bringt mich unten. Aber ich versuche oben. Aber um das alles so ein bisschen zu verdrängen, trinkst du deswegen Alkohol? Nein, ich habe geschafft. Ich bin oben. Jetzt ist es nicht mehr als 5 Stück reicht pro Tag. Reicht. Nico, wie ist das denn, wenn du dann unterwegs bist? Wie reagieren die Leute auf dich, wenn die dich sehen? Glaub mir, ich habe viele Leute, wer kennt mich, ja, die sind voll in Ordnung. Die fragen mich, brauchst du ein bisschen kleines Geld oder sowas? Mhm. Bist du gesund? Ist alles in Ordnung oder sowas? Da wird auch schon nachgefragt. Ja. Ja. Was ist besonders schwer auf der Straße, Nico? Ist hart. Sehr hart, ne? Ist hart. Richtig. Ist er hart. Die Leben auf der Straße ist er hart. Ist er hart. Nico, wie ist das? Aber ich sag zu dir etwas. Wenn der. Wenn du nicht stark bist, dann schaffst du nichts. Das will ich zu dir sagen. Nico, wie ist es nachts hier, wenn du hier schläfst? Hast du Angst hier? Was habe ich? Hast du Angst hier, wenn du hier nachts alleine schläfst? Weil ich meine, das ist ja auch keine gute Ecke hier, sage ich jetzt mal. Nein. Das ist ja, man hört ja hier immer sehr viel. Nein. Weil sind die Leute, wer hier stehen, die aufpassen mich. Und Kevin kenne ich auch. Was von Kevin ich kenne, ich höre sehr, ich mag dich in 2 Sekunden oben. In 2 Sekunden, ich mag dich oben.
Deswegen. Ist dir denn hier schon mal irgendwas passiert? Bitte? Ist dir denn hier schon mal irgendwas passiert, Nico? Kam schon mal jemand oder wollte dir irgendwas antun? Weil man hört das immer wieder, dass Obdachlose verprügelt werden, angezündet. Nein, nein, nein. Ist dir sowas? Nein, 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 nein. Also. Gott sei Dank. Ich sage nur, ich habe kein Problem, wo ich schlafe. Trotzdem sind nette Leute, der kommt mit Essen, mit ein bisschen kleinem Geld zu mir. Der kommt. Warum soll ich Angst haben? Ich kann mich selber aufpassen, ne? Ja, in einer Nacht kommen drei Jungs, die Flasche kaputt überall. Ich war von da, wo ich bin, weil da ist mein Platz, wo ich bin. Ich stehe auf und sage, Jungs, weiter. Los, geh. Hat das gemacht. Habe ich keine Angst gehabt. Nee. Ja, weil man hört ja sehr viel, deswegen. Angst, ich habe keine. Mhm. Ich hab keine Angst. Nico, du hattest vorhin deinen Kumpel erwähnt. Schläft er denn auch auf der Straße? Ist er auch obdachlos? Wer? Dein Kumpel, der dich jeden Morgen abholt. Ist er obdachlos auch, oder? Ja, ist er obdachlos. Wo schläft er? Warum? Manchmal zum sein Kumpel in Huckarde. Aber manchmal ist er denn auch wenn er kommt nicht klar mit seinen Kollegen, der schmeißt ihn raus. Und er muss auf die Straße. Ist er denn auch manchmal hier bei dir? Wer? Dein Kumpel? Mein Kumpel kommt jedes Morgen hier. Ja, aber ich meine, ob er auch die Nacht dann manchmal hier... Nein, 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 ich bin allein. Ja, ja, weil ich frage, weil das wäre eventuell vielleicht sicherer. Deswegen frage ich. Das Frage habe ich nicht verstanden. Ich meinte, dann wärst du nicht so alleine. Dann wärt ihr schon zu zweit und das ist halt immer sicherer dann, als wenn du alleine hier auf der Straße wärst. Das meinte ich gerade. Nee, ich bin nur allein. Nico, nimmst du denn auch Drogen oder? Nee. Gott sei Dank. Mhm. Meine Welt ist diese. Nico, wie soll es genau weitergehen mit dir? Machst du dir da Gedanken? Ach. Es muss ja irgendwie weitergehen. Ich weiß. Weil das ist doch kein Leben so, Nico. Ich weiß das. Ich weiß. Das weiß ich. Ich weiß. Und ich... Tust du denn dafür was? Ich versuche weiterzugehen. Ich versuche das. Hast du denn niemanden, der dir irgendwie helfen kann? Ja, das sind viele Leute. Wer wollte mich helfen, aber... Und viele hat recht. Was zu mir sagen. Aber ich habe einen großen Fehler gemacht.
Ich liebe eine Frau. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich versuche zu reparieren, diese Fehler. Aber trotzdem, was meine Kumpel sagt zu mir, Nico, musst du das, ich mache, aber von mir tut weh, viel. Über ein Jahr zusammen, aber richtig tut weh. Aber ich versuche weitergehen. Ja. Was soll ich machen? Habe ich einen Fehler gemacht. Wie lange seid ihr? Und dann dieser Fehler. Dieser Fehler hat mich nicht getötet. Und das war's, können Sie die Kamera zumachen. Alles klar, Nico.